Herzlich willkommen zum Let's Play War Thunder. Und ja, ich habe mich schon ein bisschen eingespielt, bin Level 6, fast. Nee, Moment. Mit Deutschland bin ich so hoch schon? Glaube ich nicht. Ich bin fast Level 7 und komplett Level. Und dann können wir uns, oder ich kann mir dann ein schönes Flugzeug holen. Es wird höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich das hier sein. Aber mal gucken. Würde ich mal sagen, gehen wir mal in eine Map. In den nächsten Part könnte ich auch mit einem schönen Abonnenten schön das Spiel zusammenspielen und das wird dann mehr Spaß machen als ganz alleine, glaube ich. Und ja, wie gesagt, schon ein bisschen eingespielt. Ich hatte keine Lust aufzunehmen, wenn ich Level 1 bin, weil dann ist es langweilig und hat nur diese Starterflugzeuge und das finde ich ziemlich langweilig. Und deswegen habe ich so eingespielt, dass ich schon Bomber und ein Jäger habe und ein Medium-Bomber, glaube ich. Sturzkampf-Bomber und ein Jäger. Und ich habe einen anderen Bomber. Ich würde sagen, fange ich gleich mit Jäger an. Weil in der Map ist meiner Meinung nach Jäger ein Vorteil. So. Das ist ein Kamikaze. Was mich stört in diesem Spiel, dass die Gegner immer so brutal schnell weg sind und dass man halt so weit auseinander immer spawnt, ist viel zu weit weg. Beim ganzen Anfang braucht man bestimmt 10 Minuten für 10 Kilometer mit den Starterflugzeugen. Also wenn man nicht so fliegt wie ich oder andere, braucht man dafür echt lange. So, jetzt fliege ich gerade 600. Sehr gut. Dun dun dun. Nein! Oh, ich war zu weit nach unten, ist nach unten gezogen worden. Nein. Mann, scheiße. Erstes Flugzeug gleich schon verloren. Ja, und hier ist mein Bomber. 20 Bomben hat er. Juhu. Guck mir mal zu, wo die landen. Hoffentlich nicht im Spawn kriege ich Minuspunkte. Ach, das sieht gut aus. So. Dim, 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 dim. Ein bisschen stirbt. Ey. Lol. Ich dachte gerade. So. Ich hab. Hä? Schaut da gar nicht, ich hab Stützpunkt. Stützpunkt bestätigt. 136 für Team-Beschuss. Achso, Minus, auch scheiße. Naja, sind nur 100, ich habe 54.000. Ich glaube, K.000 könnt ihr ja eine Beschreibung schreiben, wenn K.000 ist. Weiß ich noch nicht. Müsste aber. So. Na, wo sind... Ach, da sind Flaggen, ist gut. Super! Jetzt, es werden auch jetzt mehrere Videos kommen, nicht so jede paar Wochen, weil halt ein bisschen nervig wegen Schule und so. Deswegen habe ich eine ziemlich lange Pause gemacht. Und ja. Aber jetzt kommt hauptsächlich War Thunder, weil das Spiel einfach zur Zeit mega Bock macht. Leute, ich habe nichts getroffen. Ah, jetzt. Kann ich schon sagen. So, mal was gesagt.
so Abschusshilfe. Okay. Treffer. Oh nein, oh nein, oh nein! Scheiße! Boah, Jungs und Mädels, ich sag euch, niemals an einen Berg mit einem Bomber lang fliegen. Niemals. Man wird viel zu schnell angezogen. Boah, das gibt's ja nicht. So. Ich glaube, jetzt mache ich mich mal auf dem Flugzeug aus, weil das gibt mehrere Punkte, weil der hat nur ein Flugzeug, okay, und 10 von Infanterie und hat so viele Punkte. Boah, hat der mehr Punkte. Achso, 3 Flugzeuge, okay. Wo lohnt es sich mehr, da anzubereiten? Oder da? Eigentlich hier, weil hier gar keine Gegner sind. Ja, doch mal hin. Das ist eine Kälte noch. Von blödem Winter. Hat echt keinen Spaß gemacht, diesen Winter. Gar keinen Spaß. Aber naja. Warten wir mal auf nächstes Jahr. Hab auch bald Geburtstag. Ja. Okay, das sind die Gegner. Aber ich bin gesehen, ich glaube, die sehen mich nicht. Doch nicht, ist das jetzt kein Panzer? Ey, ist das Panzer, ich bin zu schnell. Doch, ist ein Panzer! Boah, Junge, ist das dein Ernst? Oh, wo? Ja. Mach dich fertig! Mach dich fertig! Boah, Junge! Nicht dein Ernst! Sturzflug! Hilfe! Mama! Spritleck! Nein! Schade! Schade, schade, schade! Wieder schön Bomber! Ich versuche meinen Kill über Kopf zu machen, das ist auch eine gute Idee. Neue Challenge. Na, aber mit dem Bomber ziemlich schwierig, weil der schwenkt ziemlich schnell zur Seite. Ja, aber machbar muss es eigentlich sein. Boah, wie wir verlieren in dieser Runde. Hacken bestimmt alle. Alter, was für krasse KDs die haben. So, immer schön über Kopf bleiben. So. Wow, wow, ich war bestimmt 1 Meter über dem Boden. Junge, ich mach gar keinen Schaden auf die. Nee, mach ich nicht. Okay, die Challenge über Kopf und Kill zu machen könnte jetzt ein bisschen problematisch werden. Ja, ich mache keinen Schaden und Bomben kann man über Kopf nicht abwerfen. Ist auch ziemlich logisch jetzt, sonst würde man sich selber umbringen. Junge, ist nicht deren Ernst. Wenigstens doch eine Bodeneinheit zerstören. Auch eine 1er KD. Auch schlecht, aber eine 1er KD. Na gut, mit JU87D3 sollte es leichter sein. Also einen Kill über Kopf zu machen. So, ich habe eine Bombe. Lass man lassen. Auch mal so
Alter, er zieht halt noch mehr zur Seite. Wuhu! Und Sturzflug. Überlastung 5G. So schön. Tempo verringern. Wieso sollte ich? Wie gleich 700. So. Na? 800? Jetzt kommt noch die 800, oder? Nee. 800 kann ich leider nicht biegen. Ich finde die Landschaft schön wie im Spiel. Stumpf gesagt. Gegner, wo seid ihr? Jetzt sind die Gegner weg. Komm schon, Gegner. Warum habe ich nur Ohrwurm? Warum? So. Okay. Ey, wo sind die? Kann auch sein, dass ich in eine falsche Richtung fliege. Das kann auch sein. Ey, nein, das kann doch nicht sein. Schlag von hinten ist viel zu schwach. Warum gibt es eigentlich keinen Raketenwerfer? Vielleicht wenn du hinten so eine, an so einem fetten Bomber, so einen Raketenwerfer mal einmal schießen und der ist tot. Mann. Schon. Fliegt doch schneller, warum fliegt er so langsam? Okay, ich fliege 600 vielleicht, aber trotzdem, es sieht immer so langsam aus. Komm schon. Komm schon. Gibt es, kann man eigentlich in dem Spiel Panzer oder Flak benutzen? Denn es gab mal so ein Patch, wo dann stand, dass man jetzt Infanterien sein kann, aber irgendwie kann man das nicht auswählen. Ich könnte in der Kommentare schreiben, wie man es macht. Vielleicht muss man es skillen oder so. Könnt ihr mir ja ruhig schreiben. Würde mich freuen, auf eine Antwort. Eine Bombe. Da. 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 Schafft bestimmt gar nicht wieder. Hab ich gesagt. So, nur getroffen, kein Kill, das ist ziemlich mies. Ziemlich mies. So, zwei... Nein, ich komm jetzt noch hier. Oh, Berg. So, Gegenangriffmaßnahme. So, wenn er nett ist, schießt er nicht mehr auf mich, weil er denkt, ich stürze es ab. Aber es wird eine Bruchlandung. Komm schon. Lande. Nein, er ist nicht nett, er ist nicht nett. Er ist gar nicht nett. Oh, wurde nicht mal... Ah, ich bin ausgebrannt, auch nett. Ziemlich nett. Jetzt habe ich leider kein Flugzeug mehr. Das ist ziemlich schade. Aber mal nach Flugzeugen gucken, die ich gerne hätte. Ah, warum, hä? Warum kann ich keinen anderen... Wie ändere ich jetzt das Flugzeug? Ich will das nicht angucken.
Ach, nächste. Den hätte ich gern. Sieht ja geil aus. Noch besser. Wie fett ist der denn? Der sieht cool aus. Der sieht cool aus, den will ich. Ja, die anderen sind nicht so geil. Boah, der sieht auch so cool aus. Ich glaube, den habe ich sogar. Aber weiß nicht gerade nicht, wo der ist. Oh, der hier, Alter. Bonze. Wie viele Bomben hat der denn? 20? Ist das auch ein Wasserflugzeug? Ich glaube schon, oder? Oh, kann sein. Naja, das war's mit der Runde. Mal unsere Statistiken angucken, wie viel wir bekommen oder ob wir neue Ausrüstung geschenkt bekommen durch die Forschung. Muss ich mal sehen. Ja, okay, hat sich ausgezahlt. Ja, cool, neues Flugwerk, haben wir echt gebraucht. So, dann machen wir mal das hier. Ne, das hier auf Forschung. Ja, 14 Minuten. Ja, würde ich sagen, das war's mit dem Part. In dem nächsten Part werde ich höchstwahrscheinlich mal USA nehmen, statt Deutschland. Bei USA muss ich auch mal hochleveln. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part von War Thunder.